einige Dinge über die Pferdefuhrwerke erzählt, die es damals gegeben hat. Und zwar hat man an einem Pferdewagen einen Fahrtenschreiber anmontiert. Wie an den heutigen LKW. Das war eine aufgezogene Uhr, die lief dann so lang, wie der Wagen geschüttelt hat. Und bei Stillstand blieb die Uhr auf. So konnte man immer ablesen, wie lange die in der Kneipe rumsaßen. Und wenn das dann länger ging mit der Sauferei da, dann musste alle 5 Minuten einer aufstehen, raus und an den Wagen rumschütteln, damit die Uhr immer weiter lief. Das ist halt da. Solche Dinge gibt es da. Und ja, gut. Im Moment fällt mir an, jetzt drin. Hat irgendjemand Fragen von Ihnen irgendwas? Von dir oder irgendwas? Apropos das mit dem Drehbar, das hätten Sie sehen müssen. Ich habe da oben beim Fenster rausgeschaut und super, nach dem 3er4. Da kam ein besoffener Radfahrer und fuhr richtig mit Schwung in den 80 Grad heißen, flüssigen Drehbar hinein. Ein Schrei, der schoss aus dem Haufen hoch, wie abgeschossen wie von einer Rakete, die Schuhe verloren, Fahrer war drin. Und dann ging die Sache natürlich nachher los, der musste das sofort ins Krankenhaus. Und dann durften wir den Weber nachher nicht mehr auf die Straße laufen lassen. Dann musste in Sinus gemacht werden. Und ich erinnere mich. Ich habe ihn gesehen, da den besuchten Radfahrer in der Hauptrückfahrer. Lieber Mann. Der hast du mit der von der Veranda gestoppt. Na gut, der 80 Grad ist ja nicht angenehm, ne? So, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ist denn der Andreas? Ist er weg? Ob ich da noch hatte, ja. Ein paar Gegebenheiten. Entschuldigung, ich wollte gerade mit meinem Schiffhorn abschlagen. Ja, die Geschichte, aber ich weiß nicht. Mir fällt dir gar nichts in. Hast du schon die Geschichte mit dem Pferd erzählt? Ja. Wo du überhaupt gelaufen bist. Ja, wenn die hingefahren sind, die zwei besuchten Bierkutscher ab überhaupt, an die gewahren Pferde hatte und mit der gefestigt, dann sind die Pferde ganz allein, sind die in diese Brauerei gekriegt. Die zwei haben Suppe und Pukkeli, die Pferde ganz allein. Aber Leute, ja. Das Lot ist sowieso ein ganzer Schnur gedreht. Kennt ihr Quecksilber? Das gibt nicht Zeit. Manni, was hast du dann da damit gemacht? In deinem Jugendlichen Leichtsinn und im Eim? Und wir haben die Spundapparate von den Tanks, die waren mit Quecksilber gefüllt. Und die Tanks richtig gegärt haben, dann haben die also so Fraktion Quecksilber rausgeblutet. Das ist dann im Boden rumgerollt. Das haben wir mit dem Schlauch und der Abfluss gespült. Und dann ist der neu aufgefüllt hier. Und das ist auch noch so ein Punkt. Ja. Die haben doch hinten nicht mehr die Erde rausgehoben, weil sie wollten doch jetzt auf Fundamente sicher machen. Das Ding war schwer kontaminiert. Ja, ja. Genau. Aber dann noch ein Ruhig, das Zuthaus ist erst in den letzten Jahren abgerissen, der hohe Turm. Mann, weshalb dann? Nun, da gibt es ja Bauvorschriften wegen der Bauhöhe. Der einzige Grund, warum der Turm stehen blieb, ist, wenn ein hohes Bauwerk in der Nähe ist, dürfen alle anderen Häuser genauso hoch gebaut werden. Wenn die den Turm abgerissen hätten, hätten sie ihre komischen Blocks da nicht so hoch machen dürfen. Dürfen sie genauso hoch machen wie der Dutachturm. Und wie die dann gestanden haben, dann durfte man abreißen. So, und da müssen wir euch aber noch eine Sache vor Augen führen, diese Planke, dieser Zynismus. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich liebe die Ironie und den Zynismus des Lebens. Das ist was ganz Leckeres. Aber überlegt euch das mal. Die rollen ein Gebiet, reißen alles ab, was irgendwie an Donnerbrauerei erinnert. Die Mauer an der Seite, die im Originalplan, wo Charlotte Leimer noch gezeigt wird, noch ingezeichnet war, die ist mittlerweile zerlegt und nicht mehr zu auffindbar. So, und jetzt gehen die hin, bauen da eine Reihensiedlung und nennen sie, das ist unser Donnerbau. Gott sei Dank kann ich mit dem End von der KSK geschwätzt, der hat dann gesagt, nee, nee, Herr Leimer, das hat nichts damit zu tun. Das ist, weil da oben eine Donnerbahnquelle ist und das ist ja auch dieser Flurbezeichnung Donner. Das hat nichts mit der Brauerei zu tun. Das war ja gar keine Donnerbier gewesen. Nee. Das war ja kaputt gewesen. Ja, da war gar nichts mehr. Und die haben wirklich alles entfernt. Beispiel, ich würde hier alles inreißen beim Patrizier und würde zum Schluss sagen, nachdem ich jetzt hier einen Luxustower hingestellt habe, das ist Bahnhofstower. Der Bahnhofstower ist jetzt Dorman. Der Rano. Yes, Maya. Hallo. Ach so, der Zettel. Der Erika. Sicher. Der Arme.
Aber der Lord hat ja noch andere Sachen. Der hat auch einen Moment, Quecksilber könnte man in den Ämer nehmen. Ja, ich hatte das gut vom Magazin, das war ja so gut stick, bis in den Lagerkeller. Und ich war ja der Allerfleißigste. Und da muss ich das Quecksilber holen gegen den Ämer, da macht er mir so viel Sinn. Entscheidend sagt, ich bin, ich muss fünfmal laufen, ich mach mal rein, ich will, hat mir immer so voll gemacht. Und ich bin so arm, du, und dann hab ich so Batzen. Der Ehemann bei dem Batzen, ja. Aber er hat gerade das Stichwort gesagt. Er war ein bisschen faul gewesen. Und er war ja auch dazu, oder war mit beauftragt, er muss noch seinen Stall im sauber halten und seine Abteilung. Und was war, wenn da unten Besucher waren? Na ja, gut, da war wohl so. Mit dem 4-2. Der Keller, der muss steril sein. Das hat eine Ruckzuck-Infektion im Bier. Und dann bin ich hier Braumeister Scholle und gesehen habe mit 30 Mann Besuch. Und dann habe ich irgendwann meine Lüfte ausgeschaltet. Das heißt, die CO2, die sich bei den offenen Bottichen gebildet hat, ist schwerer als Luft. Die hat sich dann schon unten am Eingang an der Stahltür gesammelt. Ne? Und die große Lüfter, wenn sie 10 Minuten aushalten, da war das eine undurchdringliche Wand, wie Bunkertür oder so. Damals das Scholle, den kommen wir die Tür aufmachen. Hätte ich nicht Luft, da gehen wir halt nicht drin, die Tür nicht direkt. Ich habe mich da nicht ein paar Stunden hingestellt, von die Drechter nochmal weggeschrubbt. Naja, die Michelle war da, das kann man ja nicht machen. Die hat ja von jedem nachher die Gärkeller gesehen, wenn ich die Dienst hatte. Aber unser Manelo, der war ja auch nicht nur dort hoch, der hat ja auch eine Melzerausbildung gemacht. Ja. Wo hat er da vorher noch Malz hergestellt? In der Tivoli-Melzerei in Biskastel. Ja, und da hast du doch nur zwei Wochen erzählt, das eine war verschnitten und das andere war ja noch viel schlimmer, du und elektrische Stromleitungen. Bei einem Ausbilder, der euch ein Bett dauernd wach gemacht hat. Ja, wir haben da am Malzmeister Dietrich gehabt und wir haben in diesem Haus da neben der Melzerei gewohnt. Mein Kollege, der Fuß, der Fritz, was schon noch fand. Naja, aus Liesdorf. Und ab um 11 ist er immer im Zimmer. Kommt der Malzmeister und hat ja geleuchtet mit der Taschenlampe und mir zwei im Bett bleiben. Da sind wir jedes Mal wach gewesen und nehmen ihn hingeflogen. Dann hatte ich, das war 16 Jahre, ein Lehrling, hatte ich von zu Hause ein Ader, Einzelader mit Kabel, eine schöne lange mitgebrungen, Bananenstecker auf die Erde, hat der alle dann abisoliert, an die Tür streng gebunden und hin in den Plus von der Steckdose. Da ist der Kunde auf Wiesen und Boden. Du wolltest die Tür aufmachen, dann hat einer schreien gehört. Der ist durch den ganzen Flur, ist der dahin geflogen und 5 Minuten in die Luft gestanden. Oh ja, ich bin da tot, ne? So. Aber hat überlebt, aber. Und so was, denkt er so dran, wenn du nach Strom schlagst, dann willst du Wirkung da haben, ne? Halt so wild alles, ne? Das sind nur 220 Volt. Doch, das geht doch los, mein Gott. Aber was mich viel mehr fasziniert hat vor, er hat uns auch erzählt, noch mit so Hopfen, dass die so Ballen gepresst haben und mit Malz. Und da gab es Lothringer und da gab es Bayerischen. Ja, der Hopfen. Was ist dann damit passiert? In der Donnerbrauerei. Ich weiß, warten. Natürlich ist der Bayerische, der war bestimmt dreimal so teuer als der Elsässer. Und der Hopfen ist gemischt gewesen. Der Jo, Elsässer ist kommen, Bayerischer. Bayerischer ist natürlich unter Allertau zum Beispiel, der ist viel wertvoller als Elsässer. Und der ist dann, verhältnismäßig, sagen wir mal, 3-1. Elsässer zum Bayerischen ist der gemischt in einem großen Sack auf dem Buckel durch die Brauerei und dann in die Sultan. Waren da 30, 40, 70 Kilo, ne? Was der Richter kommt. Die sind da los. Nur ich habe den Buckel. So, aber das waren zwei Geschichten zum Beispiel, die mir selber gut gefallen haben. Aber ungetroffen war der Kotflügel einer gewissen Dame. Ja. Erzähl mal. Die alte Frau Schmidt, die Eigentümerin, die hat am Krieg, hat ihr Ford-Auto, wo der Kotflügel kaputt war. Und die hat